So, hallo, ich begrüße euch zu einer, was ist jetzt passiert? Fortnite-Folge. Kreativmodus EP-Belohnung. Du hast 2600 EP erhalten, weil du Parkour-Universe gespielt hast, als sich diese Insel in der Kalibrierungsphase befand. Okay. Wann habe ich das? Auftrag abgeschlossen. Okay. Ja, hallo, ist doch in Ordnung. Okay, das ist meine Begrüßung. Wo auch immer das jetzt alles herkam. Ich habe keine Ahnung, mir soll es recht sein. So. Ja, wir gucken mal, was jetzt zu tun ist. Also. Bei gute Vibes hätten wir wieder Geräteverbindung. Ah, ist klar. Jetzt geht's hier weiter. Teil 2. Teil 3 ist mittlerweile auch da und in 7 Tagen kommt dann Teil 4. So. Also, das wäre eine Möglichkeit. So. Also, was heißt eine Möglichkeit? Das ist was, was wir auf jeden Fall nebenher verfolgen müssen. Oh, mein Bäumchen hat sich scheinbar verabschiedet, weil das jetzt hier angezeigt wird. Das war mal woanders, jetzt hat sich es vielleicht verabschiedet oder es hat sich hier in der Map was geändert. Ich weiß es nicht. Wodurch das Bäumchen verschwunden ist. Keine Ahnung. Nebenher müssten wir auch irgendwann mal noch dieses Gebiet hier aufdecken. Sollten wir da in die Nähe kommen, wäre das gut, das aufzudecken. Weil sonst haben wir wieder alle Gebiete. Sehe ich das richtig? Das hier ist noch leer. Sonst haben wir alles wieder aufgedeckt aktuell. Das sehe ich doch korrekt. Hier ist Darth Vader. Das wissen wir mittlerweile auch. Ja, wir haben alles. Okay, wir haben alles aufgedeckt. Also hier auf jeden Fall mal kurz vorbeigucken. So. Ansonsten gibt es keine speziellen Aufträge. Das ist alles Zeug, was lange dauert. Ach so, verschiedene Sachen gibt es auch über die. Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe, daher kamen die anderen, weil ich die wöchentlichen Aufträge. Okay. Okay, I got it. Verschiedene Sachen kommen auch über das. Alles klar, wöchentliche Aufträge. Okay, alles klar, daher kamen die. Gut. Alles in Ordnung. So. Was haben wir denn wöchentlich? Ach, guck mal, es ist eine neue Woche, deswegen ist auch. I see. Von Woche 2 hätten wir noch die zwei Schuss Schrotflinte, da noch Kopfschüsse, okay. Meine Stimme hat sich verabschiedet. Was hätten wir denn jetzt hier? Mit einem Landfahrzeug 3 Sekunden in der Luft. Okay, da müsste man irgendwo ziemlich weit springen für 3 Sekunden. Ja, aber okay, das kann man mal. Ist ein Landfahrzeug so ein Kugler? Weil dann hätte ich schon eine Idee, wie das ganz einfach geht. Ist das ein Landfahrzeug? Man weiß es nicht. Innerhalb von 30 Sekunden, nachdem du Wasser verlassen hast, Schaden zu. Okay, warum auch immer das mit dem Wasser zu tun hat, aber ja, ist in Ordnung. Könnte man auch probieren. Ist halt was, was irgendwie irgendwann mal passiert oder halt nicht. Fülle deine Schilde komplett auf bei einem Tempel. Okay. Ja, gut. Kann man mal machen. Das wäre doch gleich was, was wir mit dem Gebiet verbinden könnten. Löse oder zerstöre Rollbrocken mit einer Nahkampfwaffe. Okay, das ist simpel. Macht man einfach automatisch irgendwann mal mit. Springen von einem Sprungbrett, das ist auch simpel. Allerdings gibt es die nur hier. Okay, ich dachte, die gibt es öfter. Ja gut, die gibt es nur da. Ist in Ordnung. Stoße einen gegnerischen Spieler mit einer Schockwellengranate weg. Okay, muss ich mir mal. Das sind die Dinger, die ich nie mitnehme. Dann muss ich die halt mal auf einen Typen werfen. Ist in Ordnung. Verpasse einem Gegner einen Kopfstoß, während du ein Wildschwein reitest. Einen Kopfstoß. Also. Einfach umrennen wahrscheinlich, ne? Okay. Ja gut, gucken wir mal, was wir davon so auf die Zeit hinbekommen. Ja, wir legen erstmal los. Ganz normale Runde. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es losgeht. So, da geht's gleich los und so wie wir ich mir den. So wie ich mir das hier anschaue, kommen wir, glaube ich, auch ganz gut zu dem Tempel gleich hin. Das wäre doch ein guter Start. Das machen wir doch gleich. Da kommt wieder der Darth Vader. Alles klar. Und wir steigen aus.
Oh, Darth Vader hat einen neuen Ort. Guck mal, da drüben leuchtet es jetzt. Oh, okay, der landet also auch immer woanders. Ah, okay, okay, I see. Ich verstehe. Ich verstehe. So, und da drüben muss dann so ein Tempel sein, wo man die Schilde auffüllen kann. Das ist hier wahrscheinlich. Na, es hieß ja, lade bei einem Tempel alle deine Schilde vollständig auf. Dann schauen wir doch jetzt gleich mal, ob wir hier Schilde auffüllt bekommen. Oh, shit, wir sind nicht alleine. Der. Ich hätte halt gleich die 2-Schuss-Schrotflinte und wenn ich da die Kopfschüsse jetzt schaffe, hätten wir den Stress gleich weg. Ist der abgehauen? Oder schneicht er jetzt auch rum und ich höre ihn deswegen nicht mehr? Da wäre schon mal so eine Schockwellengranate. Die können wir auch mal mitnehmen jetzt. Oh, perfekt. Weil Schild auffüllen müssen wir ja machen. Dann haben wir das gleich weg. Bei einem Tempel Schild auffüllen. Komplett. Nice. Fülle deine Schilde komplett bei einem Tempel auf. Zack. Direkt mal mitgenommen. So schnell gehen die wöchentlichen Aufträge. Okay. Wir sind auch sehr in der Nähe von der Zone. Das ist auch ganz gut. Mehr Schockwellengranaten. Da muss ich nur mal einmal auf einen offenen Typen halt schmeißen. So, das kriegen wir dann schon auch hin. Aus der Richtung kommen Schüsse. Ich bin unsicher, ob ich mich da einmischen soll. Ah, hier ist noch einiges zu looten. Kann man mal noch ein bisschen hier rumlaufen. Oder auch nicht. Kopfschüsse. Kopfschüsse. Zack, fertig. So schön geht es. Oh Mist, wie ist denn da jetzt noch einer? Oh mein Gott, ich treffe so schlecht gerade. Okay, besser. Was ist denn hier los? Oh, ich hab leer. Ups. Oh, die ist auch leer. Scheiße. Aber wir haben gerade so viele Aufträge am Stück gemacht. Habt ihr es gemerkt? Das war sick. So, aber ich habe keine Munition für nix. Ja, ist gerade ganz schlecht jetzt.
Scheiß. Ja, ist egal. Wir haben gerade so viele Aufträge am Stück erledigt. Oh mein Gott. Das war gut. Hier, Schockwelle. Schaut mal, wie viele Aufträge wir gerade in so kurzer Zeit gemacht haben. Das war nice. So, wir gehen jetzt mal kurz. Alter, ist ja gut. Ist ja gut, Leute. Wir gehen jetzt mal kurz durch. Wir haben die Schockwellengranate weg. Wir haben die Schockwellengranate erledigt. Wir haben das Wasser erledigt. Wir haben die zwei Schussschrotflinte erledigt. Schilde bei dem Tempel aufgefüllt haben wir auch. Yo. Also, läuft. Das war ja großartig. Das war ja großartig. Es war zwar keine erfolgreiche Runde im Sinne vom richtigen Spielfluss. Wir haben so viele Aufträge gerade am Stück gemacht. Nice. Hat mir gefallen. Hat mir gefallen. So, dann mache ich jetzt gerade mal keine Pause, weil dann können wir jetzt gleich mal, während wir warten, können wir gleich mal gucken, was jetzt noch an Aufträgen bleibt. Dass ich das so ein bisschen jetzt gedanklich auch verfolgen kann. Weil das ist das, was ich meinte. So, die meisten gehen einfach, die macht man halt einfach mit der Zeit. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass ich gleich die gleich im ersten Anlauf mache, aber hey, soll mir recht sein. So, na, dann hat sich hier nämlich schon ganz viel verabschiedet. Guck mal, jetzt ist hier, ich kann hier runterscrollen und es kommt schon fast nichts mehr. Wow. Also, Sprungbrett ist easy. Da müssen wir einfach hier hin. Jetzt die, wir haben ja, stimmt, wir haben sogar die Map aufgeteilt. Also, wir haben alles eigentlich gerade gemacht. Landfahrzeug, da hatte ich, wie gesagt, eine Idee. Rollbrocken finden wir automatisch. Und dann hätten wir noch den Kopfstoß. Ja, moin. Also, das ist ja richtig fix, die Aufträge. Sehr, sehr gut. Dann machen wir gleich mal das Sprungbrett. Also, wir machen gleich mal mehrere Sachen. So, wir gehen jetzt erstmal zu einem Kugler. Weil ich will wissen, ob der als Landfahrzeug zählt. Weil dann wüsste ich, wie ich mit dem in der Luft bleiben kann. Nämlich ganz simpel. Einfach eine Runde Luftstrom nutzen. Und dann hat sich das. So. Ja, außerdem haben wir natürlich eine Menge Kills auch mitgenommen. Das war auch nicht schlecht. Leider da nicht weitergemacht damit, aber naja. Oh Mist, jetzt ist hier nichts. Oh Scheiße. Oh Scheiße, ich habe nichts. Oh Gott, hier ist gar keine Waffe. Was ist denn das jetzt? Okay, keine Waffe. Juckt. Rein da. Da haben wir schon. Bleib mit einem Landfahrzeug. Das war's schon. Das war die Landfahrzeugmission. So einfach kann die Welt sein. Weißt du, so einfach kann die Welt sein. Es ist ja faszinierend. Okay, dann holen wir uns hier jetzt mal ein bisschen Kram. Hier sollten wir jetzt erstmal in Ruhe. Jawohl. Hier sollten wir jetzt erstmal in Ruhe ein bisschen was sammeln können. Jawohl. Sehr schön. Das ist die gleiche, ne? Dann kann die weg. Nice. So, hier kann man noch... Ja. Ah, die habe ich gerade weggeworfen. Passt. Gehen wir noch hoch. Da ist dann noch die andere Kiste. Jawohl, sehr schön. Eine Runde Schildtrank. Prima. So. Ach, ist es... Wir haben gar nicht die täglichen Missionen angeguckt. Ist Erhalte Schilde gerade eine tägliche Mission? Das wäre ja auch voll gut. Ach, optimal. Optimal. Dann hätten wir Lande beim Realitätsbaum. Oder bei Reality Falls. Ja, okay. Da muss man landen. Gut, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ist jetzt wurscht. Und dann hätten wir Legestanz mit... Okay, ich muss ein bisschen sprinten. Das geht dann auch automatisch. Das geht dann auch ganz automatisch. Sehr schön. Dann sprinten wir gleich mal eine Runde. Will ich darüber? Darüber will ich nicht. Wir sprinten gleich mal Richtung Dings. So.
Alles klar. Wie viel legt man so zurück beim Sprinten, wenn man normal sprintet? Habe ich jetzt überhaupt irgendwas zurückgelegt? Hallo? Sprinten? Ach hier, 59 von 3. Okay, es geht recht. Geht recht gut. Also sprint ich jetzt einfach so oft es geht. Dass es so ein bisschen hochgedingst wird. Ne, den brauchen wir diesmal nicht. Den Kuhfänger, kann ich das öffnen? Nein, schade. Oder wäre eine Angel. Aber nach Fischen ist mir gerade eher nicht so. Nach Angeln. Nach Fischen. Ja gut, Fischen ist auch ein Verb, oder? Zählt, glaube ich, auch als Verb. Man fischt. Fische. Oder so. I don't know. Munition mitnehmen. Ah, schade, ich habe auf was mit Dings gehofft. Mit der Möglichkeit, aber ist egal. Da ist die Brücke. Yay, Sprintdistanz. Gib mir mehr Sprintdistanz. Let's go. Da wäre auch schon mal so ein Stein. Oh, wie komme ich denn da runter? Hier komme ich runter, ne? Genau, hier komme ich runter. Oh, nice. Gleich mal gönnen. Zack. Dann haben wir nämlich die erste tägliche Mission auch schon weg. Dann sprinten wir weiter. Und ich habe gelernt, hier nicht... Ich meine, jetzt gerade brauche ich es eh nicht, weil die Schilde voll sind. Aber hier nicht die Tonnen angreifen. Das geht ganz schnell, ganz schief. Das macht man nur einmal falsch. Aber das sind so Dinge, damit rechnet man halt einfach überhaupt nicht. Yo, gebt euch die Munition, die wir von der lila Waffe haben. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Was ist passiert? Ach so, ich dachte schon. Ich dachte, es ist irgendwas passiert. So, aber wir sind in der Nähe von den Sprungbrettern, ne? Richtig. Sehr gut, dann können wir gleich zu den Sprungbrettern gehen. Finde ich super. Machen wir die gleich mit. Wo ist denn so ein Sprungbrett? Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich nicht zu dir. Ey, das tut mir voll leid. Ich wollte gar nicht zu dem Typen hin. Gottes Willen. Den habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ey, das war super knapp. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war... Puh. Also, da muss ich sagen... Das war ein bisschen kritisch. Puh. Scheiße, da ist einer. Ja, da bin ich in der... Wow, okay. Ja, schade. Nichts mit Sprungbrett, aber ist okay. Oh. Yo. Das war, ich habe gar nicht gesehen, dass da unten einer ist. Das hat mich gerade komplett... Das hat mich gerade komplett überrascht. Aber ist egal. Wir haben Dinge getan, die ich tun wollte. Alles supi. Man guckt euch diese Liste hier an. Es läuft doch. Neue Aufträge, durchsuche eine Vorratslieferung. Ist das neu, dass das da oben auftaucht, oder ist mir das nur noch nie aufgefallen? Aber neue Aufträge, durchsuche eine Vorratslieferung? Okay. Wäre auch ein schneller täglicher Auftrag. Könnten wir mit reinnehmen. Könnten wir mit reinnehmen. Gut, ich pausiere aber kurz, denn wir sehen uns gleich wieder. So, da sehen wir uns schon wieder. Okay, wir fliegen eigentlich relativ gut. Ich denke, wir könnten gleich mal zu den Sprungbrettern gehen. Beziehungsweise wir könnten auch bei dem Dings Falls, bei dem Baum landen. Bin mir noch unsicher. Alter, das ist so laut, wenn der losfliegt, der Darth Vader. Ist jetzt wieder hier unten, oder? Da ist ja, hat er einfach verschiedene Orte. Ne, der geht wieder... Da geht er diesmal. Okay, der hat immer einen anderen Ort. Immer da, wo es dann rot ist. Jetzt ist der da. Es ist echt interessant. Es ist echt interessant. Okay, wir landen mal bei dem Gravity-Dings-Baum.
Mach mal das mal mit. Machen wir das mal mit, warum nicht? Kann ich da eigentlich auf dem Ding landen oder wo landet man dann? Oh mein Gott. Oh, okay. Hier landet man dann. Oh, da war so eine Resti-Marke. Sehr geil. Die suchen wir ja auch. Aber ich wette, hier diese Baumkrone ist ein beliebter Ort zum Starten. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich hier rum... Wobei, ich habe jetzt ja alles. Eigentlich, wenn jetzt jemand hier hochkommt, ich habe das Zeug, also... Da müsste jemand erst selber sein Zeug sammeln. So, komm, wir trinken gleich mal unseren Schild. Noms. Noms. Hat es jetzt eigentlich gezählt als Lande beim Dings? Ich habe es nicht gesehen. Ja, hat gezählt. Nice. Es fehlt nur noch ein täglicher Auftrag. Finde ich gut. Bisher eigentlich kann man hier noch höher... Oh, so kriege ich auch Schilde. Das sieht voll cool aus. Das sieht voll cool aus. Gibt es noch mehr von diesen Pilzen? Ja, hier gibt es überall diese Pilze. Sehr gut. Wie viel Schild kriegt man pro Pilz? 15, nice. Wo sind noch so Pilze da? Dann sind wir nämlich voll, wenn wir jetzt nochmal einen Schwung so machen. Super. So gefällt mir das. Oh, da wäre so ein Ding. So. Ah, ja. Mit Nahkampfwaffen soll ich ja die Steine lösen. Ach, wir können... Ja, nice, wir sind genau hier. Perfekt. Das Wichtigste zuerst. Alles ist gut. Und erzähl niemandem etwas anderes. Ich bin definitiv nicht wegen der plötzlich extrem artenreichen Flora auf der Insel beunruhigt. Ich schicke dich los, um Energiescans vom Realitätsbaum zu machen. Wie scanne ich den denn? Also nur so zum Spaß, okay? Wie scanne ich den Realitätsbaum? Was? Scanne den Realitätsbaum? Wie? Hä? Wait. Gute Vibes. Scanne den Realitätsbaum. Ach, da bin ich gar nicht richtig. Okay, da drüben ist der. Wie? Hä? Nee. Muss ich da einfach hin, oder? Ach, da ist so ein... Okay, da ist so ein Dings jetzt. I see. Ich hoffe, ich werde es hier nicht gestört. Lass mich kurz mal scannen, Freunde. Das ist meine Nullpunkt-Energie. Und die Wurzeln pulsieren unheimlich. Echt cool. Okay, was jetzt? Was gehört jetzt dazu? Scanne die Wurzel zwischen dem Realitätsbaum und... Ach, hier drüben hier. Okay, I see. Gut, wir müssen eh noch eine Runde sprinten. Warum nicht? Jetzt haben wir 230 Sprint-Distanz zurückgelegt. Es läuft. Wahrscheinlich werde ich gleich komplett weggekillt. Oh, perfekt. Da wäre dann auch schon unsere Mission, jemandem einen Kopfstoß zu verpassen. Komm her. Komm her. Nein, komm her. Wir reiten jetzt eine Runde. Da ist mein Kopfstoß. Hat es gezählt? Ich glaube nicht. Es hat gezählt. Nice. Schade. Egal. Egal. Wir haben Sachen gemacht. Wunderbar. Wunderbar. Passt doch. Es läuft doch. Mein Ziel ist ja, die Aufträge zu machen. Ich muss ja gar nicht gewinnen. Wenn ich Aufträge machen kann, bin ich happy. Okay, sehr schön. So, wir sehen uns gleich wieder. So.
Da geht's auch gleich los und wir fliegen sogar direkt. Wir fliegen sogar direkt über dem. Naja, nicht ganz über dem. Aber da, wo wir scannen sollen. Ich würde sagen, wir landen vorher hier, machen Sprungbrett. Ne? Machen die Sprungbrettgeschichte und dann wechseln wir hier rüber. Ich finde das eine super Idee. Die Frage ist nur, wo sind diese Sprungbretter? So, wir steigen mal hier aus. Wo sind diese Sprungbretter? Das kann ja nicht ewig weit weg sein. So, das muss ja... Oh, jetzt ist hier der Darth Vader. Auch stabil. Da muss doch hier irgendwo müssen doch diese Sprungbretter sofort eigentlich zu sehen sein. So. Wir gehen mal zu der Kiste hier als erstes. Und gleich eine blaue Waffe. Sehr schön. Und ein Getränk. Gut. Oh, eine blaue Kiste. Nice. Das ist die Sniper, ne? Oh Gott, das ist die Sniper in Dings. Crazy. Da habe ich ein bisschen Bammel. Weil ich eigentlich mit der Sniper gute Voraussetzungen habe, nur halt nicht so... Da ist so ein Sprungbrett. Juhu! Oha, was ist denn hier los? Party? Scheiße. Ja, das tut weh. Ach, scheiß drauf. So. War aber nicht sonderlich gut, muss ich gestehen. Okay. Gut. Southpack. Na, nicht mit der. Nicht anstatt der Waffe. So rum. Ja, das Southpack hätte ich aber gerne hier hinten. So. Okay, haben wir jetzt das Sprungbrett eigentlich? Ich bin schon wieder lost. Haben wir das Sprungbrett? War das ein täglicher? Wo war denn das? Ah, nee, das. Okay, wir haben gerade die gemacht. Wo war denn das Sprungbrett? Ach, dreimal muss ich von einem Sprungbrett springen. Hey, habe ich das gerade nicht gemacht? Oh Gott, noch eine blaue Kiste. Was ist denn heute los? Oh mein Gott. Yo. Was ist denn hier los? Das ist aber die gleiche, ne? Ja, das ist die gleiche. Oh, das ist auch die gleiche. Toll. Was ist denn hier los? Wo sind denn diese Sprungbretter? Ich dachte, das hier ist so ein Sprungbrett. Aber scheinbar ist es kein Sprungbrett. Oh, what? Ja, du bist scheinbar kein Sprungbrett. Okay, was ist denn so ein Sprungbrett? Ah, okay, hier ist eins. Dann markiere ich das mal jetzt genau, ganz, ganz deutlich. Das ist genau da drüben. Da, wo blöderweise die Schüsse herkommen. Aber juckt.
Hä? Das ist doch kein... Wenn ich da runterspringe, macht es doch nichts, oder? Aber da ist jemand zum Quatschen. Mit der Person haben wir auf jeden Fall noch nicht gequatscht. Moin. Okay, ich muss mich jetzt erstmal hier einmischen. Ach, scheiße, weil hier Darth Vader ist, oder was? Oh, damn, ich will mich da eigentlich nicht einmischen. Hoi. Interessiert es sich für mich? Schon, ne? Okay. Ist das hier so ein Sprungbrett? Oh, scheiße. Ja, aber ich springe ja von Sprungbrettern, aber es zählt nicht. Aber das war jetzt richtig doof, weil, ne? Oh mein Gott! Hä, aber das mit den Sprungbrettern hat nicht gezählt. Was hätte ich da anders machen müssen? Also mit den Sprungbrettern habe ich nicht kapiert. Das sind doch die Sprungbretter gewesen. Hm. Also tägliche Missionen haben sich damit aber jetzt erledigt. Wir gehen mal kurz... Nein, wir müssen nicht zur Lobby. Wir können das auch so machen. Aber das mit den Sprungbrettern habe ich nicht kapiert. Was sollen denn die Sprungbretter sein, wenn ich das... Gibt es da noch was anderes? Das hier sind doch eindeutig Sprungbretter. Zack. Und die sind auch genau da, wo die Markierungen waren. Naja, ist ja egal. Ist ja egal. Aber schon ein bisschen ärgerlich, dass wir die Runde jetzt so verloren haben. Weil da hat man eigentlich ganz gute Möglichkeiten gehabt. Naja. Was soll's. Ich bin halt gerade wieder zu... Weißt du, nee, ich bin eigentlich nicht zu fixiert auf Aufträge. Ich finde die wichtiger. Weil die auch schön die EP geben. So, okay. Jetzt, ach, wir brauchen hier gar nicht rumgucken. Was ist das hier? Also das hier haben wir erledigt. Tägliche Aufträge brauchen wir uns nicht mehr kümmern. Also selbst die Sprintdistanz ist nicht mehr relevant. So. Aber das hier, springe von einem Sprungbrett. Hä? Nee, das sind nicht die in der Luft. Das sind das ist irgendwas anderes. Das ist irgendwas anderes, das Sprungbrett. Okay. Also müssen wir mal genau gucken. Ich habe es jetzt ja mal hier markiert. Ja, und die Rollbrocken, die muss ich einfach lösen. Da muss ich einfach noch zwei Stück finden und dann passt die Geschichte. Okay, wir versuchen jetzt mal genau da bei so einem Sprungbrett zu landen. Mal gucken. Wir sind ja genau auf dem Weg hier zum See. Dann könnten wir das auch verbinden mit der Wurzel da hinten. Wäre eigentlich ganz gut. Mal schauen, ob ich jetzt so ein Sprungbrett hinbekomme. Ich bin etwas verwirrt, ehrlich gesagt. Aber es macht nichts. Boah, wir sind leider hier nicht alleine. Hier sind ganz schön viele andere Fallschirmspringer. Das ist nicht gut. Ich versuche mal so weit wie möglich noch zu gleiten. Ja, genau zu dem Turm. Perfekt. Oh, optimal. Hier kommt, glaube ich, keiner so schnell hoch. Ich glaube, hier kommt keiner so schnell hoch und wir können hier in aller Ruhe runter und Stück für Stück die Stockwerke looten. Oh, nice. Den gönne ich mir gleich mal. Auch wenn man den eigentlich erst warten sollte, ne? Aber ist wurscht. Welche Farbe hat denn der Vogel? Ah, nicht so spannend. Okay, hier kann man gar nicht so viel looten, wie ich erhofft hatte. Schade. Schwierig. Die gehen auch nicht kaputt, ne? Die sind einfach nur Deko. Oh, scheiße.
Ah, wir haben bisher nicht viel. Ist hier unten noch irgendwas? Oh Scheiße, wir haben nichts. Okay, wir haben ein bisschen was. Eieiei. Okay, wir rennen mal jetzt zu dem... zu so einem vermeintlichen Sprungbrett. Ich will eigentlich nicht angeln. Aber ist okay. Okay, das ist gut. Für Schilde. So. Dann sind wir nämlich schon fast voll. Oh, das ist auch gut. Okay. Okay, das war nicht so spannend. So. Und wenn ich da jetzt weiterlaufe an dieser Landzunge, dann müsste ich da zu so einem Sprungbrett kommen. Sehe ich das richtig? Nein! Ich wollte hier nicht runter. Aber es gibt Schlimmeres. Okay, sehr gut. Wobei, Saufpack ist mir fast lieber. Ist das ein Sprungbrett? Huch, hoppala. Nee, ich meine, das ist ein Boot. Nee, man kann hier einfach überall springen, okay. Aber das zählt nicht als Sprung. Oh, gut. Jetzt wird es waffentechnisch schon etwas besser. Okay, wir versuchen jetzt mal davor zu laufen. Ohne wieder darunter zu gleiten. Dankeschön. So, weil da geht's hier komplett... Scheiße. Da ist ein Hai. Aber hier muss dann so ein Sprungbrett sein, oder was? Wenn ich hier vorlaufe. Mir macht der Hai ein bisschen Sorge. Weil der wird schon nicht gleich voll aggressiv auf mich gehen. Bist du so ein Sprungbrett? Nein. Muss ich da hoch? Aber was ist denn jetzt das Sprungbrett hier? Weil eingezeichnet ist doch genau hier jetzt ein Sprungbrett. Mir macht der Hai ein bisschen Sorge. Ich weiß, der kann überall hinspringen. Das hier ist doch kein Sprungbrett, oder was? So, wenn ich jetzt von hier springe, das zählt doch nicht als Sprungbrett. Oder ist das hier so ein Sprungbrett, dass man hier einfach über die Dinger springt? Ist das ein Sprungbrett? Das ist doch auch Schwachsinn. Und das ist ja auch nicht... Es ist ja kein Sprungbrett. So, was soll das Spiel da auch registrieren? Hä? Aber genau hier ist es markiert. Springe von einem Sprungbrett. Genau hier ist es markiert. Ich check die Mission nicht. Was ist noch? Also hier wäre eine Markierung. Hier drüben wäre eine Markierung. Aber das ist wahrscheinlich dieses hier. Das ist doch dieses hier. Aber ich meine, das mache ich ja. Aber das kapiert das Spiel ja nicht. Und da drüben am Land wäre noch eine Markierung. Hier, wo es so bunt ist. Oder ist das das Sprungbrett, dass man von hier... Aber das habe ich ja... Von da bin ich ja auch gesprungen. Hier so rübergleiten, das kann es auch nicht sein. Ich verstehe das Springen von einem Sprungbrett nicht. Es gibt auch keine Erklärung dazu, nichts. Das ist hier genau da, wo ich bin. So. Ich kann von hier springen, aber... Hä? Ich komme mir echt blöd vor.
Ja, was soll das denn sein? Jetzt hat einer Bock auf mich. Oh, schlechte Idee. Mich anzugreifen ist immer eine schlechte Idee. Naja, meistens. Ich weiß nicht, was das Sprungbrett sein soll. Also, die Markierungen helfen mir halt überhaupt nicht. Ich springe von einem Sprungbrett. Scheiße. Wo? Alles nur Harpune brauche ich nicht. Wo denn? So. Adieu. Okay. Aber ich weiß nicht, hat der mich angegriffen? War der das? Nee, da drüben ist einer, der mich angreift. Wo ist denn der? Oh mein Gott! Hab dich gar nicht bemerkt, mein Freund. Shish. Hat der das, war der jetzt, der mich angegriffen hat? Ja, ne? Habe ich jetzt wieder Ruhe? Hoffe. Ja, also das mit Sprungbrett checke ich nicht. Ich kann davon überall rumspringen, aber da passiert einfach nichts. Scheiße. Oh mein Gott. Oh, das ist jetzt schlecht, das ist jetzt schlecht. Okay, das war besser. Oh, noch einer, noch einer. Was, wo denn? Alter, was ist denn los hier? Wir wollen es aber alle wissen. Was ist denn das hier? Meine Güte. Ist ja gut, Leute. So. Wie viel Munition ich von dem ganzen Schrott jetzt schon habe. Oh nee! Ist dein Ernst jetzt? Okay, der hat keinen Bock. Soll das lassen. Ja, aber das mit den Sprungbrettern check ich nicht. Also, es tut mir leid, ich check's einfach nicht. Oh, aber die Zone, wir müssen uns um die Zone kümmern. Blöd. Oh, die kommt sogar schon. Das habe ich gar nicht realisiert. Ja, gut, hauen wir ab. Hauen wir halt ab. Aber blöd mit den Sprungbrettern, ne? Also, check ich nicht. Mein, macht ja nichts, kann man ja erstmal auslassen. Aber ich verstehe es halt nicht. Verstehe halt nicht, was ich mich da so anstelle. So, mit ein bisschen Glück kommen wir jetzt noch an dem Ding vorbei, wo ich scannen soll. Genau, nice. Das war der Plan. So. Hallo, kann ich das nicht einsammeln, das Geld? Okay, muss ich es halt so machen. Oh shit. Okay, erstmal rausfahren.
So. Dann gehen wir mal kurz hier rein. Nehmen einen kurzen Schluck. Und gucken mal. Oh, die Zone geht, die zieht sich noch mehr zusammen, oder was? Nee, jetzt bleibt die erstmal, ne? Eine Minute 19 bleibt die erstmal so. Okay, passt. Ja, jetzt können wir mal gucken, wo ich jetzt noch hin muss. Die Realitätsranke, wo ist die? Ah, okay, die ist da oben. Gut, hier komme ich jetzt nicht mehr hin. Also hat sich erledigt erstmal der Teil. Alter, es ist so laut hier. Das ist doch gar nicht meins. Ah, die Waffe feiere ich schon. Die ist nicht bad. Aber sehe ich das richtig, dass wir... Ah, nee, wir gehen in die Richtung weiter. Okay. Ja, komm, dann fahren wir da schon mal hin. Ja, aber da oben ist auch so ein Sprungbrett. Und dann sind es nicht die, dann ist es irgendwas anderes. Oh, da. Dann ist es irgendwas anderes, was man machen muss. Wo ist denn der Typ auf seinem Tier? Aber ich würde jetzt kurz mal aussteigen wollen, weil die Pilze hier kurz snacken möchte. Wenn wir die schon hier haben. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Treffer. Aber der Treffer hat nicht viel gebracht, weil das nur das erste Schild angreift, ne? Und dann ist es natürlich nicht so effizient. Na, geh halt raus. Alter, Kollege. So, wurde hier schon gelootet? Da sieht er noch aus. Ja, hier wurde definitiv schon gelootet. Okay, aber irgendwo aus der Richtung müssten die anderen kommen. Da ist ein Tier. Da kommt jedenfalls die Zone. Wie viel sind wir noch? 8 Spieler. Okay. Ich meine, ich könnte auch so ein paar Sprungpilze suchen. Okay. Aber ich will mich nicht zu sehr jetzt hier bemerkbar... Scheiße. Ja, jetzt habe ich mich natürlich bemerkbar gemacht. War ärgerlich. Kommt er zu mir? Hat der Bock? Oder haut er erstmal ab, weil ich ihm wehgetan habe? Ist riskant, darüber zu gehen, ne? Da wäre so ein Sprungpilz. Okay, das war der Typ. Der ist dann wirklich ab... Oh, scheiße. Jetzt hat mich jemand anders gespottet. Das ist nicht gut. Vor allem, wenn ich nicht weiß, wo derjenige ist. Wo denn? Da drüben. Da drüben ist der Dude. Leider keine gescheite Nahkampfwaffe. Shit, nee, nee. Ganz schlechte Idee. Er kommt rüber. Ja, der ist gut. Der ist gut gewesen. Okay. Okay. Aber ich denke, dass das reicht. Das ist okay. Das ist okay. Wir haben die Good Vibes Missionen weitergemacht. Wir haben richtig viele wöchentliche Missionen erledigt. Holy moly. Es fehlt eigentlich nur die Mission, wir gehen kurz noch ins Menü. Es fehlt eigentlich nur die Mission mit dem Sprungbrett, die ich nicht checke. Also irgendwas müsste da Sprungbrett sein, was ich noch nicht als Sprungbrett erahnt habe. Oder man macht es irgendwie falsch, oder ich weiß es nicht.
Jo, wir haben so viele Level-Ups, habe ich gar nicht mitbekommen. Auch das haben wir gut gemacht. Na, hier richtig schön Level-Up gemacht. Hier, zack, zack, zack. Optimalo. Okay. Ja, aber das ist, was ich meine. Also, da haben wir, sind wir jetzt in Phase 4 von 4. Sehr gut, das geht dann so Stück für Stück halt weiter. Easy going. Müssen wir nur noch hier scannen. Keine schwierige Mission. Und wöchentlich, ja, springen von einem Sprungbrett, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Ich war hier, ich war hier, ich war hier, ich war überall da. Nirgendwo habe ich ein Sprungbrett gesehen. Also, nichts was... Also, ich habe schon Sprungbretter gesehen, aber das Spiel scheint die nicht als Sprungbretter zu akzeptieren. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. Und den Rollbrocken, okay, die habe ich jetzt vergessen. Da muss ich noch zweimal einen lösen und dann haben wir die Sache auch. Das läuft einfach automatisch durch. Also, direkt die wöchentlichen Missionen in einem Part fertig. Das gefällt mir. Gut, dann danke fürs Zuschauen und tschüss.